Yay, mal wieder Wahlwerbung. Heute gucken wir uns den Spot der SPD an. Da bin ich sehr gespannt drauf. Beginnt auch ein bisschen düster. Man kann da hinten im Hintergrund, glaube ich, schon irgendwas sehen. Schwarze Figuren, rote Figuren. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns das Ganze doch mal an und gehen mal direkt rein. In einer Zeit, in der Bedrohungen in vielen Feldern lauern, braucht es Entscheiderinnen und Entscheider, die beim ersten Zug schon an den übernächsten denken. Groß. Okay, es ist ein rot-schwarzes Schachspiel. Ist das jetzt eine Ansprechung auf SPD und CDU und dass die SPD mit der CDU Schach spielt und nachher gewinnt? Ja, kann man machen. Weiß zwar nicht, was das mit Europa zu tun hat, aber können wir tun. Gucken wir mal weiter. Entscheidungen über sichere Jobs und mehr Gerechtigkeit brauchen Handelnde, die sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lassen, die das große Ganze im Blick haben und Kompromisse finden, weil sie mit ihrer Erfahrung und Kompetenz wissen, dass es. Okay, da wird daran geklärt, dass die Leute gut Schach spielen können und deswegen haben sie Erfahrung und Kompetenz, weil sie ein rot-schwarzes Schachspiel haben. Also ich finde es interessant. Das Richtige ist. In einer Zeit, in der so viel auf dem Spiel steht, braucht unser Land keinen Populismus, sondern wohlüberlegte Entscheidungen, damit Deutschland und Europa gewinnen. Wir sind Europapartei, Kanzlerpartei. Und mit dir sind wir Deutschlands stärkste Stimmen für Europa. Okay, also bis hierhin. Es war tatsächlich noch weniger Inhalt als in den Clips, die ich vorher gesehen habe. Und wir sind jetzt bei 39 Sekunden und es kommen noch 21 Sekunden. Und jetzt sieht man Olaf Scholz und die Spitzenkandidatin, sehr wahrscheinlich, dessen Namen ich noch nicht kenne, aber ich werde ihn gleich erfahren. Dementsprechend drück mir mal auf Play und schau mal, was passiert. Ich will, dass Deutschland mit Katharina Barley weiter eine starke Stimme in Europa hat. Nutze deine Stimme am 9. Juni und wähle Frieden und Sicherheit, Gerechtigkeit und Zusammenhalt. SP. Echt jetzt? Das ist alles, was sie sagen? Der große Papa sagt, hey, die Katharina Barley, die ist total toll. Wähl die mal. Und sie sagt, wählen Sie das für das. Ja, Idee. okay. Soziale Politik für dich. Okay, das war's schon. Geht nur 56 Sekunden lang und danach kommt auch nichts mehr. Ja, also, gehen wir mal ein bisschen wieder groß und machen mal wieder Fazit davon. So, ja, Fazit. Der schlechteste Clip bis jetzt, muss ich ganz klar sagen, weil war im Prinzip kaum Inhalt, ein bisschen CDU-Bashing beim Schachspielen. Und dann der Papa Scholz, der sagt, bitte wähle die Katharina. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Im Endeffekt, ihr dürft doch gerne die SPD wählen, aber Hauptsache, ihr geht am 9. Juni wählen und wählt nicht rechts. Der Rest ist mir ziemlich wurscht, wenn ich ehrlich bin. Aber das war jetzt keine Glanzleistung. Also da habe ich schon coolere Clips gesehen. Ich wünsche euch was. Bis denn und lasst ein Abo, Like und Kommentar da, wenn ihr einmal dabei seid.